Alle zusammen, hier sind die Bumas Gewürze und zwar habe ich hier heute den Schafskäse. Ich möchte einfach hier mal kurz zeigen, wie ist das aufgebaut. Also das Etikett sieht schon mal sehr schick aus. Wir haben hier eine schicke, robuste Alu-Box und man kann ja das Ganze öffnen. Und wir haben hier sogar noch ein Frischhaltesiegel dann mit einem Deckel, den man hier ebenfalls abmachen kann. Da muss man ein bisschen aufpassen beim Abmachen von diesem Deckel. Wenn man es häufiger benutzt, empfiehlt es sich vielleicht sogar, den ganz wegzulassen. Nicht, dass man es aus Versehen ausschüttet. So, und hier ist dann das Gewürz und man sieht schon bei diesem Gewürz, wir haben hier einen großen Paprikaanteil, auch geräucherte Paprika, das schmeckt man schön raus. Wir haben aber auch ein paar Kräuter, ich glaube Oregano ist hier drin, das schmeckt man dann auch so ein bisschen herb, aber insgesamt ist es eine sehr, sehr ausgewogene Mischung. Wir haben eben nicht nur dieses herbe Oregano, sage ich mal, so auch ein bisschen was Frisches, ich weiß nicht, ob es die Petersilie ist oder der Fenchel. Und letzten Endes abgerundet durch so ein bisschen ja, Raucharomen wie die geräucherte Paprika, Zwiebeln, Knoblauch. Also auch das schmeckt mal raus. Und auch der Chili kommt hier ein bisschen raus mit einer sehr dezenten Schärfe. Und ich kann mir vorstellen, dass man das nicht nur für Käse eben verwendet. Also Schafskäse steht ja hier drauf, sondern dass man damit durchaus auch mal ein Fleisch marinieren kann. Oder wenn man jetzt was Vegetarisches möchte, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass eine Gemüsepfanne mit Auberginen, mit Zucchini, einfach hier mit Gewürz wird, noch ein bisschen Salz dazu. Das gefällt mir eben auch sehr gut, dass hier kein Salz drin ist und man kann eben dann selber sagen, wie viel Salz man haben möchte. Und das passt zu so einer Gemüsepfanne natürlich auch perfekt. Also letzten Endes sogar als Pizzagewürz könnte ich mir das vorstellen oder einfach mal, hatte ich auch schon hier so ein bisschen Rohkost zurechtgeschnitten, Paprika oder Kohlrabi und habe das dann drüber gestreut und auch das hat sehr gut geschmeckt. Gibt den Ganzen halt noch mal ein bisschen Charakter dem Essen, weil das ein wirklich sehr schönes, ausgewogenes Gewürz ist, was auch eine milde Schärfe hat.